Ne? Hat sich wirklich mein Unterrichten total verändert, weil die Standards 3 oder die 3 Standardwahrscheinlichkeiten da super optikt sind und Verteilungen optikt sind. Ich fange mal an mit der Normalverteilung, weil das bei jedem, glaube ich, als erstes kommen. Ja. Das, was da bei einer Normalverteilung sehr, sehr praktisch ist, ist, man kann durch Eingabe Mittelwert und Sigma, ich gebe immer dieses klassische Beispiel vom Intelligenzquotienten ein, 100 und da ist Sigma 15, wird sofort die Darstellung geändert, die Kurven bleibt immer die gleiche, ja, es wird immer gleich auch super dargestellt und dann kann ich hier unten über die Einstellung zweiseitig oder einseitig und so weiter die Wahrscheinlichkeit ausrechnen lassen, ohne zu standardisieren. Die Genauigkeit ist jetzt bei mir bei 4, noch kommen wir schon eingestellt. Ich mache jetzt mal einen zweiseitigen Test. Ich kann sie entweder eingeben, ja, also zwischen 85 und 115, kommen die bekannten 0,68 raus, oder ich kann jetzt eben mal mit einem Schieberegler das ändern. Früher hat man sich das halt selber gebaut in GeoGebra mit einer Integralgeschichte, jetzt ist das halt so schon realisiert. Das Schöne ist, und das ist so der Klassiker, ich weiß noch, wie ich mich damals selber in meiner Schulzeit ein bisschen schwierig da habe, zum Beispiel bei der Rechtzeitigkeit, hat unser Lehrer immer gesagt, zeichnet euch das auf, damit ihr wisst, ob das 1 weniger phi von z ist oder phi von z oder phi von minus z und was ich was. Das bleibt jetzt im Endeffekt alles den Schülern erspart. Sie brauchen sich nur mal überlegen, okay, größer als 120. Ja, größer als 120 heißt, aha, ab dem Punkt, wenn ich es genau haben möchte, gebe ich da 120 ein, bestätige mit Enter und habe den Wahrscheinlichkeitswert. Das Schöne ist auch, dass die Umkehrung funktioniert. Das heißt, wenn ich jetzt wissen möchte, ab welcher Grenze sind 5% drüber oder wo sind die 5% der gescheitersten Leute, von, wenn man jetzt mit dem IQ macht, dann gebe ich da nur mal 0,05 in der Wahrscheinlichkeit und ich kriege die Grenze berechnet. Ja. Und wenn man sich jetzt ein wenig zurückerinnert, wie aufwendig das ist über Standardisierung, dann wieder vielleicht sogar lineare Interpolation und was ist immer so ist da dabei ist, habe ich da wirklich jetzt ein Werkzeug in der Hand, wo ich nicht nur berechne folgende Wahrscheinlichkeit, bestimme die Grenzen und so weiter. Um das vielleicht noch ein bisschen aufzugreifen, mir war da jetzt zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt weitergehe auf die Binomialverteilung und wo man das approximiert, ja, wieso macht man Stetigkeitskorrektur? Ja, das sind dann wieder für mich mathematische Konzepte gewesen, wo man sagen, das würde der Schüler verstehen, warum schiebe ich das jetzt um 0,5 auf oder 0,5 ab und wie muss ich das verschieben und wann darf ich denn überhaupt die Approximation verwenden. Ich habe nämlich bei der Schularbeit dann, also beim Abtesten, einen Schüler gehabt, der hat, ich habe eigentlich das Beispiel gedacht als Approximation und er hat es nicht mit der Normalverteilung gemacht, das ist nicht approximiert, sondern er ist einfach da gegangen auf die Binomialverteilung und hat tatsächlich halt das mit n gleich 1000 und p gleich 0,0 irgendwas, ja, und hat das wirklich exakt ausrechnen lassen. Ja, ich kann es ihm nicht einmal falsch rechnen. Bei der nächsten Lernzeitkontrolle habe ich dann extra zugeschrieben, berechne mit Hilfe der Approximation und mit der Binomialverteilung vergleiche die Ergebnisse. Und dann wieder so als Standardfrage, was ist jetzt richtig? Ja, da habe ich was ausgehört, was nicht gleich rauskommt, sondern was ist dann richtig? Und da kann man, glaube ich, ein bisschen mehr wieder fragen als nur reines Berechnen. Wählt euch mal die Binomialverteilung aus, lasst die Größen genauso stehen mit 20 und 0,5. Das ist wirklich, wirklich extrem benutzerfreundlich gebaut worden. Ich kann es da eingeben, also wieder rechtseitig oder zweiseitig. Ich gehe gleich mal von zweiseitigen Test. Kann mit Hilfe der schwarzen Dreiecke die Wahrscheinlichkeiten dazu aufsummieren lassen. Ja, also Bereiche zwischen 8 und 12. Was sehr, sehr klasse ist, ich kann mir da die Tabelle anschauen, die ist da gleich dabei. Okay, und ich kann auch die Markierungen in der Tabelle vornehmen. Also ich kann sagen, okay, ich hätte gern 14, 15, 16, 17, 18 und dann markiere ich es einfach da und ich kriege sofort den Wahrscheinlichkeitswert aus. Also besser geht es eigentlich nicht mehr, ja, dass man das irgendwie die Beispiele lösen kann. Von den Rundungs- oder von den Einstellungen, es gibt dann wieder so wie bei den anderen Fenster Gestaltungsleiste, da kann man dann nur die Rundung einstellen. Oder zum Beispiel die Aufsummierung machen. Das ist nicht ganz gewöhnlich gewählt, aber das, was mich einfach fasziniert, ist, es sind im Endeffekt, was macht man in der Schule? Binomial, hypergeometrisch, Normalverteilung. Und dann geht es halt schon ein bisschen weiter. Da bin ich auch nicht mehr dazu gekommen. Wie Cauchy-Verteilungen,
logistische Normalverteilung. Das ist zum Beispiel, das ist so ein Klassiker, deswegen sage ich es euch, ich habe das selber noch nie gehört auf der Uni, obwohl das eigentlich mein Spezialgebiet war und mein Prüfungsthema. Und habe dann auf der Fachhochschule in Steyr zwei Mädels gehabt, die Nachhilfe gesucht haben für Statistik-Einlese und Wahrscheinlichkeitseinführungssache, und die haben genau das gemacht. Und da kommen unsere Schüler aus der Hack dorthin mit dem Wissen, wie eine Normalverteilung gerade mal ausschaut, als einzige stetige Verteilung. Und dann werden sie mit sowas konfrontiert. Das ist schon viel, ja, muss man sagen. Ja. Und so weiter und so fort. Also da kann man wirklich, wirklich, wirklich schön die verschiedenen Verteilungen angehen. Ja, die meisten machen es wahrscheinlich nicht als Begriff hypergeometrisch, sondern irgendwie so zusammengesetzt dann, ja. Aber ziehen ohne zurücklegen, irgendwie so. Also das ist wirklich ein Werkzeug, mit dem jetzt ohne meine Schüler einfach perfekt arbeiten. Und ich muss mir dann wirklich auch Beispiele suchen, die anders gelautet und anders geartet sind, weil das, was unser Buch hergibt, da geht es halt nur berechnen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das und so weiter und so fort. Ja. Selbst so Dinge wie diese klassische Überbuchungsfragestellung, ja, das war halt dann was ich einerseits, im Buch wird dann oft so, ja, das muss man dann mit irgendwie komplizierten Mitteln, da steht wirklich drinnen, man muss das irgendwie anders lösen oder interpolieren oder keine Ahnung. Da kann ich da jetzt sehr experimentierend arbeiten und kann sagen, ja, wie groß zum Beispiel bei der Binomialverteilung, wenn ich dieses Überbuchungsbeispiel nochmal aufgreifen darf, wie groß muss ein N sein? Ja? Dann lasse ich halt die Schüler ausprobieren, schreibe halt 21 ein, geht sich das schon aus? Schreibe 22 ein, bin ich da schon unter die 80% und so weiter? Ja? Also da, Zielwertsuche gibt es da nicht. Da gibt es eben keine Zielwertsuche, also da kann ich jetzt im Endeffekt nur durch Probieren arbeiten. Umgekehrt ist das halt dann für mich jetzt nicht mehr, reicht es nicht mehr aus in der Wahrscheinlichkeit, sondern ich habe auch klar definiert, Sie müssen mir solche Sachen mit Umkehrungen nicht nur durch Probieren lösen können, sondern wenn man das Endo mal wirklich schön hardcore-mäßig ausrechnen möchte, da kommt man auf eine super quadratische Gleichung und so weiter und so fort. Also da stecken schon interessantere mathematische Konzepte dahinter. Wovor sie meine Kollegen furchtbar fürchten, weil sie sagen, das kann ich nicht machen, sie haben schon Probleme mit dem überhaupt. Ja. Und jetzt ist halt wieder mein Anspruch, 21. Jahrhundert, Jahrhundert der Statistik und Wahrscheinlichkeit, sage ich dabei, ich würde gern haben, dass die Wahrscheinlichkeit viel mehr und die Statistik viel mehr in das Zentrum rückt, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ist da angedacht, dass dann irgendwo die Formeln auch zum Anklicken mal sind? Hier wird's gerade geschaut. Ah, dass man wirklich da irgendwo das sieht, ist eine gute, ja, gute Idee. Da steht halt manchmal dann noch im Kleingedruckten dabei. Ah, dass man sieht, dass da zum Beispiel die Binomialverteilungsformel dargestellt wird. So eine gute Idee. Das ist wirklich eine gute Idee. Dass man einfach da einen Text einfügt und dass der dann dargestellt wird. Ich habe mir selber solche Sachen bastelt, ja, wo das dann dargestellt wird. Weil ich es gerade angesprochen habe, das war jetzt nicht geplant. Doch, ich mach das ja wohl. Standardisieren habe ich einer gesagt, aber nachdem wir dann. Das brauche ich dann nicht mehr wirklich. Eine Sache, zum Beispiel, das ist also eine Datei, die ich sehr, sehr oft verwende zum Erklären der Stetigkeitskorrektur. Da haben wir das. Um den Schülern ein bisschen zu zeigen, was macht das überhaupt aus, habe ich das halt einmal. Okay, schauen wir mal, ob es trotzdem geht. Habe das einmal wirklich mit Text da versehen und habe gesagt, okay, wir wollen von einer Binomialverteilung mit n 20 und p, machen wir 0,5, damit das Ganze symmetrisch ist, wollen wir das ausrechnen und die Binomialverteilung liefert uns, wenn wir es exakt ausrechnen, Wert 0,39, okay? Also das ist der exakte Wert. Hätte ich jetzt eine Normalverteilung drüber gelegt, sagt man eben die Normalverteilungskurve, die gaußsche Glockenkurve, und würde das ohne Stetigkeitskorrektur passieren, müsste das Integral von 6 bis 9, kommt 0,29 raus, sprich, das ist um ein Zehntel viel zu wenig. Ja? Und deswegen werden eben sogenannte Korrekturrechtecke hinzugefügt. Dann sage ich, okay, das sind die blauen Dinger. Dann fragen die Schüler, ja, was ist dann mit diesen roten Dingen, die passen ja rein. Dann sage ich, ja, das klappt wie da einer und das da einer und das da einer und das da einer. Und wenn ich das mit Korrektur, mit Stetigkeitskorrektur dann durchrechne,
dann sieht man eben, man muss integrieren von 5,5 bis 9,5. Ich sage aber, dann drückt es die Grenzen nach außen und deswegen kommt dann 0,39 raus und das passt viel besser als die andere Sache. Und das ist auch eine Datei, die habe ich jetzt seit, was weiß ich, wie vielen Jahren schon in Gebrauch und innerhalb von einer 10 Minuten mit Erklärung kann man den Schüler ein Konzept der Stetigkeitskorrektur wirklich veranschaulichen. Für das ist meines Erachtens Technologie da. Ja. Das andere ist halt der operative Teil, aber das ist jetzt, was GeoGebra eigentlich stark macht, dass ich ein Visualisierungsinstrument habe, wo ich mir jetzt nicht mehr da und was aufzeichnen muss. Ich kann da zum Beispiel sagen, wie schaut es dann aus, wenn ich das jetzt länger raufgehe. Ja. Ich habe das nur, das eine spezielle Beispiel gemacht für 6, 7, 8 Nähe. Ja. Und jetzt kann ich ja dann wirklich mit Schülern darüber reden. Ja, was, wieso muss ich es nach außen drucken und wieso hast du bei der Schularbeit verdauert, dass du jetzt das nach innen, oder wieso nimmt man immer 0,5 und so weiter. Ja. Aber die Frage ist, soll ich das jetzt überhaupt noch machen? Approximation, gell? Wenn ich eh bis 1000 alles exakt mit dem Reiter. Ja, das ist zum Beispiel beim Wahrscheinlichkeitsrechner, also ihr braucht nur mal ein bisschen Hecher aufgehen mit den Zahlen. Also wenn ich dann bei 2000 bin, da hängt sich natürlich der PC auf. Aus dem Grund, weil das sind ja nicht gerade kleine Berechnungen. Exakt 2000 über 700 als Binomialkoeffizient zu berechnen und dann noch mit Zahlen weiter zu berechnen, 0,7 hoch 2000 vielleicht, dann wird es ein wenig. Inzwischen ist es so, dass sogar der DI-84, da kannst du bei der Binomialverteilung bis 5000 rechnen. Der schluckt das. Das ist ein kleiner Teil. Das ist ein Rechner. Ja, und also da ist das inzwischen so, also ich muss eigentlich die alten Aufgaben, die ich da habe mit Approximation, muss ich wegschmeißen. Gell,